Ich lese das Solinger Tageblatt von Dienstag, den 29. Oktober. Wie immer stehen die Lokalnachrichten im Mittelpunkt, speziell die aus dem Bezirk Hirschheid. Zuerst ein Blick aufs Titelbild. Da gibt es ein langgestrecktes Titelbild. Stoßstange an Stoßstange mit scharfen Worten hat NRW-Verkehrsminister Wüst, CDU, die neue Düsseldorfer Umweltspur kritisiert. So, da fährt sogar ein Fahrrad her. Über die Umweltspur. Sieht so ein bisschen nach Stellfoto aus, ist es wahrscheinlich. So, ich kann es mir gerade zeigen. So, drunter kommt Verkehrsminister kritisiert Umweltspur und der Leitartikel streiten CDU-Koalition mit Linkspartei, Fragezeichen. Da geht es um die Landeswahl in Thüringen. Flughafen Düsseldorf ohne Kötter-Sicherheitsfirma vorzeitig aus dem Vertrag aussteigen. Kontrollen am Airport Köln-Bonn laufen dagegen weiter. So, Lokalnachrichten. Solingen, hellgrün gedruckt, finde ich eine einzige Unverschämtheit. Solingen sucht neue Seniorenpolitiker. Herbert Gerbig ist Vorsitzender des Seniorenberats. Den Typen habe ich schon mal gesehen, aber ganz bestimmt nicht in Solingen. Und ehrlich gesagt, die Kissen passen zur Farbe vom Artikel. Couch ist ganz schwarz. Verdienstorden für Fluchthelfer. Solinger Alexander Wiegand kenne ich auch nicht. Der heute 78-Jährige wurde unter anderem für seine Zeit als Fluchthelfer mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Im Südpark entsteht ein Kunsthaus mit Atelier. So, Wetter, Dienstag, ein kühler Herbsttag mit viel Sonne, stimmt auch. So, Seite 2, die Karikatur ist in Farbe. So langsam könnte man weg von den farbigen Karikaturen. Und Altparteienresidenz, da auch die AfD, das ist der neue schicke Schule Pfleger. Der sieht zumindest so aus. Grüne und Linke sind zwei Frauen, die sich unterhalten, und die Union und SPD sind zwei Rentner im Rollstuhl. Die Union hat sogar schon Fußbreit. Hätte nie gedacht, mal auf die Hilfe von diesen Rotzlöffeln angewiesen zu sein. Hallo, kann jemand bitte mal? Und das kommt von der SPD, allerdings ohne Fußbreit und Bett. Brett, nicht Bett. Eine konkrete Ansprache. Ohne Inhalte. Ziel ist nicht klar, die Hilfe. Der Kalif ist tot, aber seine Ideologie lebt weiter. USA mit Abu Bakr al-Baghdadi, einen der wichtigen Erstmänner, getötet. Das Ende der Terrormiliz bedeutet aber noch, das aber noch lange nicht. Also, einer ist tot, aber der Verein lebt weiter. Und es gibt eine Militäroperation mit ganz viel farbigen Kabeln auf dem Tisch. Geil. Die haben so leicht rote Köpfe, wahrscheinlich haben die auf die Ethernet-Kabel geguckt. Hier wird ein weiterer US-Politiker vorgestellt, das ist Gouverneur Newsom, Gavin Newsom, Gouverneur von Kalifornien, und es geht um PG&E. Das Tabu Linkspartei muss fallen ist Bezug auf die
Karikatur, der zweite Kommentar ist der Zufall als Schulprinzip. Geht es um Lehrerfortbildung, ist immer ziemlich populär. Es geht, kann man so machen. Koalition, Linkspartei ist auch Leitartikel und Karikatur. Das ist in Ordnung so. So, die Umweltspur vom Titelbild wird auf Seite 3 thematisiert hier und heute, ist in Ordnung. Hier ist Tagesthemen, da geht es um den zweiten Kommentar. Tagesthemen, das Fernsehen. Das haben wir ZDF Arte 3 seit WDR Arte. Dafür kommt die ARD nicht vor, ist ein bisschen unausgeglichen. Die Privaten werden auch nicht genannt in der Besprechung. Also bei gestern gesehen und Fernsehtipps. 7 ist Kultur. Kultur ist Schwächen der Universitätsmedizin, das kann man so sehen, wer sich da reinbegibt, ist eh schon verloren. Flashdance entführt Publikum der 80er Jahre. Tanzmusical feiert in Köln Premiere. Aus aller Welt mit Prince Charles, Grippesaison von mir aus. Sport, Seite 9, geht wieder mit Fußball los. Komm, Solinger Sport, ein bisschen fragwürdig auf Seite 10. Jo. Ich erkenne kein Bild wieder, kein Gesicht erkenne ich wieder. Porsche verkauft nun auch online. So, dann beginnt der Seite 13 der Lokalteil. Demonstration, Beschäftigte protestieren gegen Krankenhausausverkauf, das war klar. Da geht es um die Auslagerung der Wäscherei. Also kenne ich einen von den Beschäftigten wieder. Ich wohne seit über 35 Jahren in der Stadt. Also vom Gesicht kenne ich ein paar. Solingen sucht neue Seniorenpolitiker mit Halbert. Gerbig. Sieht so aus, als ob er Fluchthelfer in der DDR gewesen sein könnte. Ist aber im Seniorenbereich. So, Cem Özdemir besucht Laurent Hardy Museum. Kommt am Donnerstag die schärfste Klinge der Schemmels. Das ist das umfangreiche Besuchsprogramm, was der zu absolvieren hat. Das ist ein Imperativ für den Politiker. Das Foto ist ein bisschen besser. Da fährt er jetzt eine Brille an. Spannpunkt gemeinsam mehr erreichen. Das ist wieder was mit dem Kernspiel, was ankrank ist. Das ist unterirdisch. So, dann Solingen Leserbriefe. Eine Runde zum Judentum. Es ist wieder das Bild von der Synagoge hinter dem Gymnasium Schwertstraße. Geht es um die Bergische Synagoge. Den jüdischen Friedhof von mir aus. Kommen Leserbriefe. Das kleine Fahrzeug ist Ton zu Dienstwagen des OB. Warum gibt es keine Transparenz zu Kliniken? Nichts darf sich verändern zur Verkehrsführung.
Bild aus der Bibliothek des Rathauses von Mülheim an der Ruhr. Naja. B78 sieht er auch nicht. Das passt ja nicht, das ist das jetzt so ganz abartig. Krimi-Klassiker fordert so, war nichts auf Social drin. Ich find's scheiße. Mir fällt die Zeitung überhaupt nicht. Naja. Gibt dir keine Ahnung. Tschüss.